Entschuldigt, aber ich muss euer Gepäck nach Schmuggelwaren durchsuchen. Aber es muss sein. So lautet der Befehl des Marschalls. Wir haben Probleme mit Schmugglern und... Was macht ihr da, Mann? Wollt ihr etwa die Kommandantin der Grauen Wächter des Schmuggels bezichtigen? Aber ihr sagtet keine Ausnahmen. Ihr könnt wegtreten. Bitte entschuldigt. Die Stadt ist inzwischen voller Schmuggler und Diebe. Wir könnten in dieser Angelegenheit wirklich eure Hilfe brauchen. Sucht mich doch später auf, wenn ihr euch dafür interessiert. Dann können wir uns unterhalten. Nathaniel bereit. Ich kümmere mich darum. Solange der Handel brach liegt, bekomme ich keine Seide aus Denerim. Es ist einfach schrecklich. Kannte mal jemanden, der auf dem Markt von Amaranthin ein Stück von Andrastes Schienbein gekauft hat? Delilah? Bist du das wirklich? Ach, Nathaniel, ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Es muss schwer für dich gewesen sein, Delilah, aber du hast etwas Besseres verdient. Komm zurück aufs Anwesen, bis wir etwas anderes gefunden haben. Was? Oh, Nathaniel, ich habe Albert nicht aus Verzweiflung geheiratet. Ich liebe ihn. Ich war so froh, Vaters Welt des Bösen entfliehen zu können. Dieses Leben ist so viel besser. Vaters Welt des Bösen? Übertreibst du da nicht ein bisschen? Er ist in den Sog der Politik geraten. Du warst nicht hier. Du hast nicht mit angesehen, was er getan hat, Nathaniel. Willst du wissen, wer die Schuld am Untergang unserer Familie trägt? Er. Er ganz allein. Das wusste ich nicht. Natürlich wusstest du es. Aber du hast Vater immer verehrt, schon seit du ein kleiner Junge warst. Aber komm, Bruder. Wollen wir uns nicht setzen und ein wenig plaudern? Sie will, dass ich wiederkomme, sobald wir unsere Aufgabe erfüllt haben. Sie möchte, dass ich ihren Mann kennenlerne. Und sie erwartet im Frühling ein Kind. Sie scheint glücklich zu sein. Sie hat gesagt, unser Vater habe den Tod verdient. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich dachte immer, er habe seine Gründe gehabt. Immerhin war doch Krieg bei Andraste. Bevor ich in die freien Marschen gegangen bin, war er niemals... Wie konnte er sich nur so sehr verändern? Was wäre gewesen, wenn ich nicht fortgegangen wäre? Es war zwar nicht meine Entscheidung, und dennoch... Ich wünschte, ich hätte einige dieser Dinge früher erfahren. Ich komme mir so dumm vor. Aber kümmern wir uns wieder um unsere Aufgaben. Ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken. Ich habe kein Geld, kein Zuhause. Ich weiß nicht, wie ich überleben soll. Seid gegrüßt, Kommandantin. Ihr gehört doch bestimmt zu jenen, denen es Freude bereitet, einfachen Leuten zu helfen, nicht wahr? Dürfte ich euch auf die Anschlagtafel der Händlergilde hinweisen? Ich persönlich? Nein, es geht nicht um mich. Die Leute hier benötigen immer wieder Waren aus entlegenen Gegenden. Und dann machen sie hier einen Aushang.
Aber die Bezahlung wäre gut, vor allem jetzt, wo der Handel durch die Schwierigkeiten im Land zum Erliegen gekommen ist. Solltet ihr eure Meinung also ändern, bitte ich euch, einen Blick auf die verfügbaren Aufträge zu werfen. Ich kümmere mich darum. Aber selbstverständlich. Die Kommandantin der Wächter. Dem Erbauer sei Dank, dass ihr endlich hier seid. Ich hatte schon befürchtet, unsere Nachrichten hätten euch nicht erreicht. Ja, vielen Dank, dass ihr zur Gilde gekommen seid. Wir benötigen eure Hilfe. Es gab zahlreiche Angriffe auf unsere Karawanen. Die Wagen wurden niedergebrannt und es gab keine Überlebenden. In letzter Zeit ist es sogar noch schlimmer geworden. Die Bewohner des benachbarten Dorfes haben einige der Wachen gefunden. Sie wurden vollkommen verstümmelt auf dem Dorfplatz liegen gelassen. Wir wissen es nicht genau. Seit den Angriffen ist es schwierig, Informationen von dort zu erhalten. Aber die Bewohner der Gegend berichten von Ungeheuern, die angeblich in den Schatten lauern. Was auch immer dafür verantwortlich ist, hat den gesamten Handelsverkehr zwischen Amaranthin und Denerim zum Erliegen gebracht. Niemand will mehr die Straße durch den Vendanwald bereisen. Können uns die grauen Wächter nicht irgendwie helfen? Ich schätze, ich muss mich damit zufrieden geben. Es ist immerhin besser als nichts. Wenn es euch gelingt, dem Morden ein Ende zu setzen, wird die Händlergilde eurem Orden eine beträchtliche Summe spenden. Ihr habt mein Wort. Wenn diese Schmuggler die Preise weiter so in die Höhe treiben. Na, wird ja auch Zeit, dass du auftauchst. Na, Maya, du bist noch hier? Ich halte meine Versprechen. Und es sieht aus, als hättest du recht gehabt. Das Lager ist hier in Amaranthin. Wirklich? Du hast es gefunden? Das habe ich. Was du mit dieser Information anfängst, liegt aber ganz bei dir. Ich für meinen Teil will mit Magiern nichts mehr zu tun haben. Ein kleiner Rat. Lasst euch von seinem Charme nicht einlullen. Er ist ziemlich gut darin. Also, ich schätze, ich sollte dir wohl danken. Da hast du verdammt recht. Aber wenn du dich nochmal erwischen lässt anders, dann helfe ich dir nicht wieder aus der Patsche, nur damit du es weißt. Ich vermute, das hier bedarf einer Erklärung. Höre ich da etwa einen Hauch von Eifersucht heraus? Namaya ist eine Freundin. Bei meiner letzten Flucht aus dem Turm habe ich sie gebeten, einige Dinge herauszufinden. Das ist der Grund, warum ich in Amaranthin war. Die Templer dachten, ich sei hier, um ein Schiff zu nehmen. Aber ich wollte mich mit ihr treffen. Während der Verderbnis haben die Templer ihr Lager mit Phylakterien nach Amaranthin in Sicherheit gebracht. Namaya hat herausgefunden, dass mein Phylakterion auch darunter ist. Solange die Templer einen Tropfen meines Blutes besitzen, können sie mich aufspüren. Ich muss es zerstören. Ich weiß natürlich, dass wir genug damit zu tun haben, die dunkle Brut zu töten und so. Aber je schneller wir dieses Fläschchen finden, desto besser fühle ich mich. Wollen wir weiter? Ihr seid Rendon House, kleines Balg. So könnte man es ausdrücken. In der Armee wurde über euch geredet. Fergus Cousland meinte, ihr hättet nicht den Mumm, jemals wieder euer Gesicht zu zeigen. Aber ihr habt ihn Lügen gestraft und das respektiere ich.
Wirklich? Ja, ihr habt jegliche Vorsicht in den Wind geschlagen, euch kopfüber in die Gefahr gestürzt und die Konsequenzen getragen. Das ist die einzige Art zu leben. Ich danke euch, denke ich. So ist es. Kümmert euch einen Scheiß darum, was andere über euch denken. Ich, Orgrin, stehe voll und ganz hinter euch. Sagt mal, denkt ihr, es gibt irgendwo in der Nähe vielleicht einen Drogisten? Nun, also, ich will euch damit nicht belasten. Immerhin seid ihr ja meine Vorgesetzte und so. Gut, hört zu. Ich habe seit ein paar Tagen diesen brennenden Ausschlag. Meine Haut ist sogar ein wenig grünlich geworden. Ich habe überhaupt nichts angefasst. Wisst ihr, ich glaube ja, das kommt von dem Gebräu, das wir trinken mussten, um graue Wächter zu werden. Ja, das lässt sich jetzt wohl leider nicht mehr ändern. Also ich schaue einfach mal, ob ich irgendwo in der Stadt etwas Minzbalsam auftreiben kann. Na, das ist ja mal wieder typisch. Hier stand normalerweise noch eine weitere Statue. Sie hat Byron Howe dargestellt, meinen Großonkel. Er ist während der Rebellion gestorben, als er König Marek dabei unterstützt hat, seinen Thron zurückzuerobern. Dennoch ist diese Statue nun fort. Nur wegen dem, was mein Vater getan hat. Ob mich das überrascht? Nein, eigentlich nicht. Meine Familie hat zahlreiche Helden hervorgebracht. Die Haus waren schon seit Kaelen hat ein Begriff. Doch das alles zählt nun nicht mehr. Verflucht seien mein Vater und sein törichter Ehrgeiz. Er allein ist schuld daran, dass wir alles verloren haben. Nicht wahr? Genau, baut bloß keinen Druck auf mich auf. Ich frage mich, was aus der alten Statue geworden ist. Vermutlich wird damit jetzt die Mauer irgendeiner Kirche abgestützt oder so. Armer Al Byron. Ach, Statuen sind etwas für Tauben. Ich will sie mir nicht ansehen. Und der Erbauer weinte um seine Geliebte. Ich kümmere mich und wandte darum. Sich erneut. Von seiner Schöpfung ab. Na, wenn das nicht die Kommandantin der Wächter ist. Wie ist es euch ergangen? Ich sollte euch wohl gratulieren, oder? Das finde ich auch. Ich habe gehört, die dunkle Brut zieht sich nicht wie erhofft zurück. Das klingt, als hätten die Wächter alle Hände voll zu tun. Ich würde euch ja meine Hilfe anbieten, aber bedauerlicherweise ist meine Anwesenheit andernorts erforderlich. Bis das soweit ist, habt ihr euer Problem vermutlich schon längst gelöst. Aber wir werden sehen. Der Rat der Magi kommt in Cumberland zusammen und ich muss diesem Treffen beiwohnen. Ich hoffe, es klärt sich noch alles, bevor es beginnt. Aber ich sollte euch nicht weiter damit belasten. Ihr habt auch so schon genug, worum ihr euch sorgen müsst. Wie ihr meint. Dann solltet ihr vielleicht wissen, dass es Unruhe innerhalb der Bruderschaften gibt. Die Libertarianer wollen sich vollständig von der Kirche lösen. Und wenn sie genug Unterstützung finden. Sie wollen sich vollständig lösen? Das ist doch Wahnsinn! Ich hasse die Überwachung durch die Kirche genau wie jeder andere Magier. Aber sie können sich doch nicht einfach abspalten. Da
Das kann nur in einer Katastrophe enden. Die Magier werden niemals frei sein. Die Kirche würde das niemals zulassen. Unsere einzige Hoffnung auf Überleben liegt darin, ihnen zu beweisen, dass man uns trauen kann. Erinnert ihr euch denn nicht daran, was mit dem Zirkel in Ferelden geschehen ist? Wollt ihr den Templern wirklich noch einen Vorwand liefern, letztlich alle Magier auszumerzen? Solche Veränderungen lassen sich nicht erzwingen. Diese Diskussion führt zu nichts. Nun, ich habe da noch einige Vorbereitungen zu treffen, bevor ich mich auf den Weg nach Nevara machen kann. Aber es gäbe da möglicherweise etwas, das ihr für mich tun könntet. Eine meiner Ratsschwestern, Ines, hält sich seit Monaten im Vendanwald auf. Und leider konnte der Zirkel aufgrund der Probleme in dieser Gegend bisher keinen Kontakt zu ihr aufnehmen. Sollten euch eure Reisen zufällig in diesen Wald führen, wäre ich euch also dankbar, wenn ihr ihr von dem Treffen des Rates berichten könnt. Dann werden wir leider ohne sie auskommen müssen, so sehr ich es auch bedauern würde. Ines ist trotz ihrer Interessen und ihrer Exzentrik nicht nur eine äußerst angesehene Magierin, sondern auch eine Stimme der Vernunft. Und genau das könnten wir dringend brauchen. Nun darf ich aber nicht noch mehr Zeit vergeuden. Ich wünsche euch viel Glück, Kommandantin der Wächter.